Willkommen zu unserem Spiel. Ich sitze bei Larry hier in irgendeinem seltsamen Gefängnis fest. Das muss mit Strom versorgt werden. Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Der ist zu weit weg, mein Arm ist zu kurz. So, dann gucken wir, was wir haben. Der eine oder andere Schlüssel. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Was wohl passiert, wenn ich daran ziehe? Da hängt... Das passiert also. Das war anscheinend mein Flugzeug. Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Okay. Ist abgeschlossen. Aber hierfür habe ich dann Schlüssel. Nutzen wir jetzt einfach mal. Das ist gut, so wie es ist. Ganz sicher ein... Das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Von hier aus komme ich nicht ran. So. Lässt sich leider nicht öffnen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Was haben wir denn noch? Gehen wir mal reden. Hast du eine Idee, wie wir herauskommen? Aber Herr Larry, warum sollte ich denn hier weggehen? Weil die uns essen wollen! Aber Herr Larry, was ist denn dagegen zu sagen, wenn man vernascht wird? Oh Gott! Was ist denn, Herr Larry? Gute Güte, Sie sind auf einmal so blass geworden. Du! Ja? Ja? Du bist ja schlimmer als ich! Vielen lieben Dank, mein Herr. Hark. Wie war das nochmal mit der Höhle und den Schlüsselsteinen? Eine der hiesigen Legenden, mein Herr. Eine Höhle soll tiefes Wissen all denen geben, die sie betreten. Ekstase also, Ekstase. Doch leider kommt man inzwischen nicht mehr so einfach zur Höhle und braucht einen verschollenen Schlüsselstein, um sie zu öffnen. Okay. Ich glaube, Faith erinnert sich an nichts mehr. Woran sollte sie sich denn erinnern, mein Herr? Na, an mich! An ihr früheres Leben! Wie langweilig. Aber mal im Ernst, wie können wir ausbrechen? Nun, gar nicht, aber das ist nicht schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay, ich kümmere mich allein drum. Ich bin hier reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Autsch. Bis dann. Da komme ich nicht ran. Ich kann es von hier nicht richtig sehen. Irgendwie wird... Schalterkabel. Kühltruhe. Abgefertigt. Okay. Das nehme ich mit. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand für einen Arzt hält. Jetzt kann ich doch mit dem Stethoskop. Und damit könnte ich was hören. Da sind zwei Kannibalinnen, die hier Wache halten. Aber das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen nackt gesehen. Sein... Du weißt schon. Doch, hast du. Ich meine,
nicht so verkokelt und schrumpelig. Oh. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Hast ja recht. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Scrumboard zu aktualisieren. Klar, bis später. Hm, interessant. Ich hab schon ein ganz... Kann ich sonst noch irgendwas tun? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Das ist gut, so wie es ist. Sonst noch was? Das würde ihn. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen? Das ist gut. Das hilft mir. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Ah ja. Was willst du? Worüber sprecht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein, ich hab's nicht ganz verstanden, deswegen frage ich ja. Das geht dich gar nichts an. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Kann ich was zu essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Und dabei bringe ich selbst dauernd irgendwelchen Leuten was zu essen. Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht. Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ihr seht aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scrum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Reden wir lieber über was anderes. Ich werde immer so müde, wenn Leute vom Arbeiten erzählen. Such dir einen Job. Wenn du ein Mann bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Warum? Ich könnte einen Ausbruch planen. Du? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank. In jeder Hinsicht. Er erzählt mir was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Wie soll das denn gehen? Ich will es gar nicht rausfinden. Mir ist langweilig. Mir auch. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Spielbrett, auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Dann haben wir sowas nicht. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. Das würde Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können, wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Einen ungegrillten Mann? Sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Ich bin natürlich überdurchschnittlich. Ja. Echt? Also, das macht mich schon neugierig. Gut, dann zeig mal. Du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Also los. Aha. Okay, der ist zumindest nicht gegrillt, aber auch total schrumpelig. Er hat gerade keinen Dienst. Muss er auch alles auf einem Scrumboard eintragen? Zum Glück nicht. Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. Halt dich da raus. Also, er hat nicht direkt Unrecht.
Okay. Aber jetzt habe ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben. Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeige ich dir jetzt auch meins. Ja? Ein Moment. Was ist das? Das sieht sehr appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oder es dauert einfach länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. So, was habe ich jetzt bekommen? Ein schrumpeliges Würstchen. Das passt da genau rein. Das muss mit Strom versorgt werden. Ist abgeschlossen. Na, das sieht ziemlich alt. Der ist zu weit weg. Ein Hebel. Bis dann. Na, von hier. Das war mal eine Eistruhe. Aber heute, nicht mehr. Durch das Fenster. Die Kannibalenwachen unterhalten sich. Ganz sicher ein Kat. Ja, wie kriege ich den jetzt auf? Besser nicht. Die beiden Sachen. Gute Idee. Das ist gut. Das hilft mir nicht. Ah, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Oh, da hängt ein Schlüssel dran. Den habe ich gar nicht gesehen. Wofür der wohl? Für den Sicherungskasten. Der passt perfekt. Versuchen wir es. Da ist noch eine Lücke. Aber ich beiße nicht rein. Besser nicht. Die beiden Sachen. Das passt dagegen. Das ist gut so. Das hilft mir. So, was haben wir noch? Ein dritter Arm ist nie falsch. Dann kann ich jetzt mit dem Arm wahrscheinlich an dem Hebel was tun. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung. Ich komm nicht dran. Vielleicht könnte Swingle da was tun. Du, ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Herr Larry. Stromstöße, wie verwegen. Und ich dachte erst, sie wären langweilig. Soll ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Es reicht schon, wenn du es hältst. Na gut. Bis dann. So. Versuchen wir es. Versuchen wir es nochmal. So. So.
Wir haben es geschafft, Pi. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Wir werden alles tun, um ihn zu retten. So kenne ich dich. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, Sie wüssten die Gesellschaft dieser Fashion-Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Viel intimer. Aber wo ich genauer darüber nachdenke, wir können ihn auch hier lassen. Okay. Wenn Sie so findig sind, dass Sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können, mit Ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Wäre das nicht ganz wunderbar? Ich bin mir da nicht so sicher. Falls Sie sich kundig machen wollen, in meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden Sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Darin ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Ja, schön. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Aber was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Mal scharf nachdenken. Ich. Haue ihr mit einem Gummihuhn auf den Kopf. Warum das denn? Mir hat mal irgendwer gesagt, dass man immer was mit einem Gummihuhn machen muss, wenn man nicht weiter weiß. Du solltest dir besseren Umgang suchen. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Ja, aber Faith. Nicht du, Faith. Ach so. Stimmt. Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Und dann erinnert sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Und das finde ich gut. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Ja. Wenn du dann Faith irgendwie dorthin schaffen kannst. Ja. Dann. Ich weiß es. Ich. Ich füttere sie so richtig an. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wieder erinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swingle Suite nach diesem Dossier suchen. Also wieder zurück und wieder ins Hotel. Ah, es gibt erstmal wieder was. Zentrale, bitte kommen. Nein, ich sagte, das ist Gleitgel. Das kommt nicht in den Mund, sondern spuckt das wieder aus. Jan Mai, was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausfinden können? Halten Sie sich fest, Jan Mai. Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war Stripper-Praktikant. Unglaublich. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert, dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist eindeutig eine Bedrohung. Vielleicht sollten Sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein. Wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith, wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Mr. Coffee und Mr. Rada. Nur so können wir herausfinden, wo der Algorithmus ist. Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber waschen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienerbstück. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Was für ein Geheimprojekt? Will ich das wissen? Ja, ich will das wissen. Oh, gibt's ja auch noch. Ich habe Druck bis zum Hals.
Nari, meine Kleine. Meine Lieblingsingenieurin. Mein Genie. Wie laufen die Tests? Nun, ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Ein Roboter. Und die Sexroutinen? Die gehören zur Motorik. Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbsterlernende Routine haben, wird es genauso laufen. Von selbst. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das halte ich nicht für ratsam. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Ich fühle es. Gut, ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Jedenfalls, wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt. Die zwei. Den Peabot. Den Peabot. Also, doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Er hatte sich hier wirklich gemütlich gemacht. Findest du nicht, Pi? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. Okay, was soll ich wählen? Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Das einzutippen dauert mir zu lange. Dezent und vielseitig einsetzbar. Ein Tentakel. Seltsame Noppen. Ich weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Na, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. Wanky Hankies. Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Die kann ich nicht mitnehmen. Das scheint eine Größenskala zu sein. Kann ich hier noch irgendwas anrufen? Okay, was soll ich wählen? Geht keiner ran? Hehe. Geht keiner ran? Massagen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz rausgefunden, für welche Sexpraktik das am besten geeignet ist. Es fällt immer ab. Ich fühle mich schon... Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Gute Idee. Was da wohl drin ist? Und vor allem. Gucken wir nochmal. V
Vielleicht ist es ja auch nur ein Taucheranzug. Natürlich, Larry. Warum sollte beim Mund sonst ein Reißverschluss sein? Für den Schlauch. Kann ich ihn austun? Ah. Na, da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Kannst du die Tür dazu machen? Ich mag. Ja. Sonst wüsste ich aber jetzt nicht, was ich tun kann. Die beiden Sachen von. Wir können noch nicht gehen. Wir müssen erst Zwingles Dossier finden. Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Abgeschlossen. Damit kann ich. Eine Karte? Damit kann ich. Das lässt sich nicht. Damit kann ich den nicht aufbrechen. Okay, was soll ich wählen? Ja. Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Hallo, Dr. Schuh? Keiner dran. Probieren wir jetzt tatsächlich alles durch. Hm. Geht keiner ran. Puh, jetzt habe ich 108 Minuten lang wieder Ruhe. Hm. Geht keiner ran. Geht keiner ran. Ja, ganz offensichtlich kann ich jetzt alles Mögliche durchprobieren. Hm. Geht keiner ran. Skandal! Sakrileg! Hm. Geht keiner ran. Hm. Geht keiner ran. Hm. Geht keiner ran. Hm. Geht keiner ran. Das Telefon muss doch irgendwas tun. Kalaua hat wohl keine Polizei. Hatte ich schon. Hallo? Ich wähle das K, auch wenn es nichts bringt. Nein, die brauche ich nicht. Das sollte ich besser lassen. Ja, Mann! Ich verstehe weniger wie die Hälfte davon. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Eine Infobroschüre über die Insel. Hier stehen ein paar langweilige Eckdaten über die. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Ich will gar nicht wissen, was. Pi? Ja. Bob?
Hobby ist... Weil sie nicht... Oh. Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Nein. Nein. Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichte. Ah! Das ist das Ding für den Safe. Der stammt von Swingle, aber... Der hält dicht. Ich fühle mich schon... Ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz raus... Massa... Ich glaube, die sind... Wodka... Wodka Brezhny. Was da wohl drinne? Okay, was soll ich wählen? Geht keiner ran. Nur ein Idiot würde für seinen Koffer so einen Code verwenden. Ah. Jetzt ist er nicht mehr so verdächtig. Soft und saugfähig. Das scheint eine Größenskala zu sein. Das scheint eine Größenskala zu sein. Kann ich damit irgendwas tun? Ah! Und somit ergibt sich dann... Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut. Und? Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das geht nicht, aber das noch. Zwei, drei, 1, 5, 4. Okay, was soll ich wählen? Das scheint eine Größenskala zu sein. Damit kann man eine sehr kleine Stöpsel können. Was da wohl drin ist? Okay. 2, 3, 1, 5, 4. Wir sehen uns in der Hölle. Geht keiner ran? Die Nummer lässt sich leicht merken. Okay, ich müsste jetzt 2, 3, 1. Wieso bieten Sie mir das nicht an? Geht keiner ran? Geht keiner ran?
So funktioniert es offensichtlich nicht. Was da wohl? Das scheint eine Größenskala zu sein. Und vielleicht so. Was da wohl drin ist? Das scheint eine Grö... 2, 3, 4, 5, 1. Okay, was soll ich wählen? Ja. Das hat den Safe entriegelt. Okay. Das war ja jetzt eine schwere Geburt. Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Da ist doch noch was. Igitt. Es ist irgendwie klebrig. Fass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Lass es mich lieber für dich einscannen. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Informationen geben, sobald du sie brauchst. Halt mich nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. So, ich habe alles. Was ist denn alles in diesem Dossier? Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe, das Logbuch des Kapitäns, ein paar ziemlich verwirrte Notizen und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. An der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas... durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren, aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in vier Teile zu zerbrechen. Kapitän Muffington, Reginald Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Connard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Das klingt nach einem Job für Larry Leffer. Was wurde aus ihnen? Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Ja, erzähl mir was über den Kapitän. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat, eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied, aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Na klar. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken. Vermutlich. Was weißt du über Cockburn? Reginald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Moment, so heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Bobby, er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Ich? Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Passend. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Ja, nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf, da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also vier Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren.
Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle vier Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Ich bin zu sexy für mein Hemd? Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir, kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde, dann... Würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Jo, dann habe ich ja jetzt ein bisschen was zu tun. Das nehmen wir noch mit. Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Gute Idee. Gut, dann habe ich hier jetzt demnächst wieder einiges zu tun.